Tag Leute, da ich momentan nicht so viele Videos hochladen kann, zeitgründig und so weiter, mache ich jetzt zwischendurch manchmal ein paar Charaktervorstellungen und so. Momentan ist es mein Barbar. Er macht leider noch ein bisschen wenig Damage für T1 oder so. Und ich habe ihn voll auf MF ausgelegt jetzt und jetzt suche ich momentan nach Items. Das neueste ist hier Blackthorns Kreuz von Dunkrake. Das hatte ich schon mal, aber das war nicht so gut und jetzt habe ich ein besseres. Neue Sklavenfessel habe ich gefunden. Und ja, der Zweihänder, der ist hier noch vom Kreuzritter. Und er ist voll auf Feuer ausgelegt. Hier zum Beispiel Erdbeben mit Erdspalt, wo die Gegner herangezogen werden. Hier ruft der Uran mit Aufstieg des Rates, dass sie mehr Schaden machen und Feuerschaden. Dann Kampfrausch mit Kampfgetümmel, damit ich ja mehr kritische Trefferchance habe, wenn Gegner in der Nähe sind. Zorn des Besägers mit Wehklagen des Ariat, um ja, einen riesigen Feuerdamage zu machen, wenn sie aktiviert werden, also wenn er aktiviert wird. Dann Spalt mit Eruption, weil das einfach extrem viel Damage machen, wenn ich viel Gegner habe. Und Wirbelwind Vulkanausbruch, da habe ich nämlich auch manchmal Ding drin, geborstete Boden, aber das verbraucht sehr viel Wut. Ja, und die Passiven sind unversöhnlich, Tobsucht, Gabe von Bulkatus und Aberglaube. Und ja, die neuesten Uniques sind so meistens Amulette und ein paar Ringe. Was habe ich noch? Ein paar, ich glaube zwei Handkeulen habe ich noch gefunden. Und ja, momentan das neueste ist Halikions Aufstieg. Und das hat jeder Einsatz von Zorn des Besägers hypnotisiert Gegner in der Nähe und sie springen 6 Sekunden lang unkontrolliert herum. Ja, also momentan suche ich noch recht viele Uniques, wo mich weiterbringen. Und ja, es gibt halt nicht sehr viel zu erzählen. Magic Find habe ich 130 momentan. Bewegungsgeschwindigkeit habe ich recht viel. Da habe ich noch Bewegungsgeschwindigkeit auf den Kanes Schuhen getan. Und ja, hier habe ich noch ein Ding mit 18% magischen Gegenstand zu finden. Den habe ich noch aus Urzeiten, das war ja recht früh noch. Da haben nicht so gute Werte sonst. Ja. Und hier muss ich wieder neu rerollen. Das ist noch von der Hydra-Zauberin, die habe ich auch ein bisschen Ding, ob die ist noch recht, also die haltet nicht so viel aus und ist langsam. Dann habe ich zuerst auf den Mönch, der war Level 40, habe ich jetzt irgendwie auf Level 55 gebracht und jetzt den Barbar. Und deshalb habe ich momentan noch nicht viele neue Items. Eher schlechte Items mit auf dem Mönch auf Level 40. Und so die Items. Und hier seht ihr den Barbar in Action. Die Uran, also wenn ich die Uran aktiviere, dann mache ich extrem viel Damage. Dann geht alles sehr viel schneller. Wir sind gerade ein paar blöde Gegner zum Zeigen. Aber hier kann ich zum Beispiel wählen. Komm. Hier werden alle Gegner angezogen, außer, ich weiß nicht, manche gehen nicht. Vor allem große gehen nicht. Und das macht natürlich extrem viel Damage. So. Gehen wir mal zum Boss, also der Boss, noch ein paar Gegner besiegen. Der kommt ja unterschiedlich. Was in nächster Zeit so für Videos kommen? Ich habe mir Dynasty Warriors 8 gekauft und der. Von dem Spiel werden ein paar Videos kommen, einfach Gameplay-Videos.
Dann von Sacred 2 vielleicht. Cube World spiele ich momentan wieder. Da kommt ja bald ein neues Update. Und Minecraft natürlich. Ja, lasst euch überraschen und ich bin momentan sehr am Trainieren. Ich bin ja Sportler und mache gerne Fitness und so. Und es ist auch viel zu heiß, um irgendwie drinnen zu sein und in Game oder so. Das zieht mich immer ein bisschen raus. Und deshalb kommen momentan keine Let's Plays, bis ich wieder mehr Zeit habe. Weil es mich halt auch ein bisschen stört, drin zu sein. Und ich habe einen neuen Plan. Pyro Mirella, Kreuzritterschild, okay. Also, das war's mit dem ersten Vorstellungsvideo von meinen Charakteren. Da ich Season mache, kommen wahrscheinlich bald einfach schlechtere Charaktere. Aber ja, ich werde mich wahrscheinlich auf einen konzentrieren. Dann kommen einfach so ein paar Updates, Tagebücher, Art und ja. Von Path of Exile kommen momentan keine Videos, weil ich momentan nicht so gerne Path of Exile spiele. Mal schauen mit einer neuen Session oder so, ob ich dann Bock habe. Aber ja, momentan nicht. Okay, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.